So, wir stehen hier am Rande der Zwetschgenstadt Bühl und haben noch keine Zwetschge gesehen. Obwohl jetzt große Erntezeit sein soll. Aber nach dem Intro geht die Suche los. Genau. Zwetschgenzeit ist, aber wir haben noch keine Zwetschge gefunden. Ja doch, dann müssen wir halt zum Bäcker rein. Wenn er schon was hat. Zwetschgekuchen, ja, ganz, ganz lecker. So, und da haben wir zwei Kirchen. Das hier ist die katholische Kirche. Und da schwenken wir rüber, da sehen wir eine ehemalige Kirche. Und das ist heute das Rathaus. Stimmt's, Ossi? Ja, genau, hast recht. Keine Zwetschge, aber wir haben noch was Historisches. Ja. Ich stelle jetzt Ossi zwei Fragen. Oh. Was hat der Thomas Strobel, der baden-württembergische Innenminister, mit Bühl zu tun? Indem er Bühlern das Stadtschild überreicht hat, auf dem steht Zwetschgenstadt. Zwetschgenstadt und Gunter Bühl. Jawohl. Ja, genau. Mhm. 2023 war das, also bisher war es noch keine offizielle Zwetschgenstadt. Was hat der Gesundheitsminister Karl Lauterbach damit zu tun? Keine Ahnung, vielleicht mag er gern Bühler Zwetschge. Nein, wenn der Karl Lauterbach 1890 schon Gesundheitsminister gewesen wäre, dann gäbe es die Zwetschgenstadt nicht. Warum? Denn Zwetschgen haben die erst angebaut, nachdem der Hanfanbau sich nicht mehr gelohnt hat. Und es wäre mit dem Karl Lauterbach nicht passiert. Also ich habe was zu verdanken, dass es hier Zwetschgen gibt. Aber wir haben noch keine gefunden. Nein, außer auf dem Kuchen. Ich hätte Lust zum Schwätzen, aber ist abgesperrt. Hast du Lust zum Schwätzen? Das Bänkle ist doch eingezäunt. Hier ja. Baum. Einmal, wenn ich schwätzen möchte. Ja, hier werden halt die Bäume ausgeschnitten und hergerichtet. Also an sich ist das Städtchen sehr schön. Wir haben viel gefunden, viel Brillengeschäfte. Also es scheinen die Leute hier ein wenig schlecht zu sehen. Hörgeräte, Akustiker, Pizza, Kebab. Aber Zwetschgen haben wir keine gesehen bis jetzt. Sind immer noch auf der Suche. Wahrscheinlich werden wir jetzt in der Bäckerei gehen und einen Zwetschgenkuchen für die Ossi mitnehmen. Genau. Also falls es keine Diskriminierung ist, es gibt hier Jägerschnitzel. Das ist keine Diskriminierung. Rahmschnitzel gibt es auch. Das ist auch keine Diskriminierung. Aber es gibt auch Zigeunerschnitzel. Und weil das ist ja diskriminierend, deswegen steht hier Schnitzel, dass manche noch Zigeunerschnitzel nennen. Leicht scharf.
weißt du was, ich werde mir das jetzt auch noch bestellen. Ich hoffe jetzt natürlich, dass die Sinti und Roma sich beleidigt sind, aber Sinti-Schnitzel, Roma-Schnitzel, hört sich irgendwie wenn komisch an, oder? Na, ist mir lieber Zigeunerschnitzel. Jetzt fahren wir noch im Einkaufsladen. Wir haben keine Zwetschgen gerichtet in Biel. Nicht einmal einen richtigen Zwetschgenkuchen. Aber wir haben einen Tipp bekommen, woher wir sie bekommen können. Und da werden wir jetzt, dann müssen wir natürlich fahren, aber wir wollten ja sowieso weiterfahren. Ja, wir wollen Bühler Zwetschgen. Ja, also wenn wir schon in der Zwetschgenstadt sind und es direkt in der Stadt keine gibt, na, müssen wir halt außerhalb der Stadt gucken. Kaufen wir sie woanders. Aber wir wollen Bühler Zwetschgen. Vom Platz in die Innenstadt, das sind nur ein paar Gehminuten und zurück natürlich genauso. Und ansonsten liegt der Platz, wenn die Sonne scheint, eigentlich ganz schön da. Josi? Ja? Kann man nicht meckern. Aber ich glaube, wir fahren weiter, weil wir suchen Zwetschgen und da müssen wir ein bisschen fahren nach Ottersmeier. Und? Kommt komm ihr mit? Steigt ein, gibt es gute Zwetschgen. Also wie wir hierher gefahren sind an den Campingplatz in Bühl, da waren wir etwas erstaunt, dass hier eine Kartenbezahlung ist. Und wir waren schon mal nach der Tour de France. Hallo. Nach der Tour de France waren wir mal auf einem französischen Campingcar-Park. Ja? Ja, genau. Und da musste man eine Karte erwerben für 5 Euro. Wir haben gedacht, die brauchen wir nie mehr. Ja, außer wenn wir mal wieder nach Frankreich fahren. Und jetzt waren wir natürlich etwas überrascht, dass wir hier in Deutschland ebenfalls auf einen Campingcar-Parkplatz, Stellplatz also das fahren. Ist, ja, das ist offen, also Betreiber des Platzes ist die Stadt Bühl, aber verwaltet und organisiert wird der Platz von dieser Campingcar-Card. Inhaber, ja, und es ist französisch, das zeigen wir euch jetzt mal, wie das aussieht. Die Ursi hat jetzt keine Zeit mehr, wir haben hier schon 3 Follower getroffen und da ist jetzt die Ursi im Gespräch, aber das kann ich euch ja auch zeigen. Da ist jetzt die Einfahrt, da muss man seinen Pass hinhalten und vorher kann man den Pass hier an der Station aufladen. Und zwar kann man den aufladen mit einem Betrag, wie man das haben möchte, also auch genau mit dem Betrag, den man benötigt. Und der Rest ist dann alles inklusive, auch der Strom. Also wir haben hier inklusive Kurtaxe 12,50 Euro für eine Nacht bezahlt. Und ja, da kann man eigentlich nichts sagen. Strom inklusive, Wasser, alles inklusive. Da gibt es nichts zu meckern. 24 Stunden kann man hier stehen und ansonsten muss man neu bezahlen. Also, schlecht ist der Betreiber nicht und wenn das so Schule macht, dann macht es halt so Schule mit Schranke natürlich, damit jeder bezahlt, der hier zu stehen gedenkt. Also man kann gar nichts Negatives über den Platz sagen. Die Versorgungsstation ist einwandfrei, alles picobello sauber, so haben wir es ja auch schon in Frankreich gesehen. Ja. Im Vergleich zu den blauen Häuschen, die es in Frankreich gibt, die ja unbenutzbar sind, ja, zumindest für uns. Ja. Ja, und für viele andere, wie wir schon mitbekommen haben. Ja, und der Preis ist moderat, also 12,50 Euro für eine Nacht mit inklusive Strom, inklusive allem. Also man kann gar nichts sagen und das Konzept von der Campingcard scheint gar nicht so schlecht zu sein. Ja, weil wir haben nämlich jetzt hier auf dem Platz erstmal erfahren, dass diese Karte ja auch eine App hat. Und auf dieser App gibt es 500 Stellplätze. In Frankreich und Deutschland mittlerweile. Das ist also jetzt der erste Deutschland-Mall. Ja. Und ja, die sind, also wir waren jetzt auf 2 ja, Plätzen. Also Frankreich, hier Belgien hat es geheißen und ja, keine Ahnung, wo sonst noch. Also auf jeden Fall scheint sich das doch zu lohnen, so eine Karte zu haben. Ja. Und anscheinend kann man da sogar auch Stellplätze reservieren. Wenn man Premium-Mitglied ist.
Ja, irgendwie sowas halt. Ein bisschen mehr bezahlen. Wer da Interesse hat, kann sich ja kundig machen. Genau. Genau. Also und auf jeden Fall sage ich jetzt hier auch noch an alle, die wir hier auf dem Platz getroffen haben, schöne liebe Grüße nochmal und es war wirklich nett, mit euch zu plaudern. Genau. Das musst sogar du sagen, gell? Obwohl absolut, Helle jetzt nicht so der Plauderer ist. Ich bin nicht immer der Gesprächigste, aber wenn so ein Schwätzlepinkli da ist, dann werde ich das schon benutzen, aber ja, das ging ja heute nicht. Ne? Ja, und auf den Stellplätzen habe ich noch nie ein Schwätzlepinkli gesehen. Aber in der Stadt haben wir es heute gesehen. Ja, aber das war abgezäunt. Also, jetzt machen wir hier unseren Gustl noch fertig. Und dann gehen wir auf die Suche nach der Zwetschge. Ja, und dann schauen wir mal, ob wir noch welche finden. Fahren wir mal weiter, wenn die Stange hochgeht. Von wegen, man kriegt da keine Zwetschge. Das ist, glaube ich, nicht gestattet. Habe ich gestohlen. Die liegen am Boden schon. Wenn ich da hat. So, das ist die Strafe, oder? Und? Sauer. Drum hängt sie nämlich noch am Baum. Da ist an dem Boden. Fallobst darf man nehmen, denke ich. Nein, darf man auch nicht, so viel ich weiß. Okay, mir wollte euch jetzt einfach nur diesen Zwetschgenbaumstrauch zeigen. Wir sind immer noch auf der Suche nach der Zwetschge. Und wir werden bestimmt noch welche finden, die man nicht klauen muss. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Zwetschge und einer Pflaume? Die Zwetschge sieht ein bisschen anders aus, gehört aber zu den Pflaumen und schmeckt hervorragend als auf dem Zwetschgekuchen. Das heißt, Bühl ist nicht nur eine Zwetschgen, sondern auch eine Pflaumenstadt. so nennt man sich natürlich nicht. Pflaume ist auch kein schöner Ausdruck. Außerdem sind Pflaumen und Zwetschgen zweierlei, aber die Zwetschge gehört zu der Gruppe der Pflaumen. Eben, ja. Weil es eine Unterart der Pflaumen ist. Ja. Das ist unglaublich. Die Frau muss immer recht haben. Und ich nie. Ich muss immer nachgeben. Ach, nee, wenn sie sauer ist, mag ich sie nicht. Ich ja. Sauer macht lustig. Ja, okay. Entschuldigung, haben Sie noch Zwetschge? Bitte? Okay, können wir hier schnell anhalten? Ja, okay. Okay, danke. Jetzt sind wir auf dem Bauernhof und jetzt haben wir die
offiziellen Erkenntnisse, es gibt keine Bühlerzwetschgen. Die Original-Bühler-Zwetschge sind schon wieder vorbei. Die sind schon zu weich, die kommen ins Fass. Also wahrscheinlich wird Schnaps draus. Ja, und dann haben wir gesagt, aber das Bühler-Zwetschgenfest kommt ja. Das hat heißen, oje, oje. Dann holen wir mal die spanischen Zwetschgen. Genau, die sind nämlich auch gut. Zwetschgen genau. Sind überhaupt lecker. Jetzt haben wir noch ein Original-Bühler-Zwetschge gekriegt. Die probieren wir jetzt mal. Ossi, machst du mal da, dein. Die ist jetzt schon ein bisschen weich. Weich, ja, aber so schlecht Specke tut sie doch gar nicht, oder? Mhm. Das ist gut. Jetzt schauen wir, ob wir da davon noch Da haben wir kriegen. Noch eine. Ja, aber das ist keine Bühler, das ist halt eine Badische. Eine Badische, aber wie heißt die? Da weiß ich nicht mehr, ist aber egal. Oh, und du tropfst. Und? Herrlich. Herrlich. Schmeckt sehr gut. Und? Mhm. Die ist richtig süß. Die schmeckt herrlich, ja. Ja. Ich glaube, wir nehmen es, oder? Nehmen wir, Kilo mit. Ja, auf jeden Fall. Ja. Also jetzt nehmen wir von der Juwela ein Kilo und von der... Der Badische halt einfach, ist doch egal, wie die Sorte heißt. Hauptsache, sie schmecken und sind süß. Ja, und von der Bühler nehmen wir nichts mehr, weil die ist was für das Fass. Das Fass, hat sie gesagt, ja. Also wahrscheinlich Schnaps. So, jetzt sind wir schon angekommen, ein Stück weiter. Mhm, genau. Und ich habe jetzt zwei Sorten Zwetschgen. Das eine, die sind schon ziemlich weich. Die sind eigentlich fürs Fass, aber sie haben uns noch ein Kilo davon verkauft. Und das andere, das sind die im Moment aktuellen, die sind auch noch ein bisschen fester. Aha, okay. Jetzt probieren wir die nämlich ganz einfach einmal. Ja. Da haben wir uns ja schon probiert bei ihrer, gell? Aber die da, die haben wir noch nicht probiert. Ah, okay. Aber die da haben wir probiert. Die haben wir probiert, ja, die sind weicher. Also ihr müsst uns jetzt einfach glauben, was wir sagen. Die lässt sich schon mal sehr schön teilen. Crispy. Ist wirklich ein Genuss. Nicht zu schade für Schnaps, oder? Viel zu schade. Absoluter Genuss. Dann haben wir hier die andere. Das ist jetzt die aktuelle, die kriegt man jetzt auch im Laden zu kaufen. Hey. Die Bäuerin. Was ist das? Ich glaube, das ist ein Wurm. Naja, ist ein Wurmle drin. Das ist. Dem Wurm schmeckt diese Zwetschge auch. Dann dürfte es ziemlich bio sein, sogar, ja, oder? Das ist halt ein kleines Wurmle drin, das ist ja nicht so schlimm. Ja, aber ich muss ihn ja nicht unbedingt gerade essen, oder? Nein, muss nicht. Das ist ja aktuell, ja. So. Schmeckt auch hervorragend. Was? Die aktuelle. Ach so, ja, ich war jetzt mit meinem Wurm beschäftigt. Aber mein Wurm hat die Süße auch geschmeckt. Ist wirklich so lecker. Die Bäuerin hat übrigens gesagt, sie hat von Zwetschgen mittlerweile die Schnauze voll. Ganze Jahr nur Zwetschgen und Zeiten. Seit sie auf der Welt ist, nur Zwetschgen, Zwetschgen, Zwetschgen. Sie kann es nicht mehr hören. Ja, so ist halt, wenn man Zwetschgebäuerin ist. Ja, also wir haben es gut vertragen, uns hat es sehr gut gefallen. Ja, genau. Aber die Story geht noch weiter, wir haben morgen noch was vor. Aber jetzt gehen wir erstmal ins Privatleben für den heutigen Abend zurück. Ja, und essen die leckeren Zwetschgen. Ja, habt ihr echt was versäumt und trinken ein gutes Bier dazu. Zum Wohl. Die Zwetschge noch essen, aber jetzt muss ich vorsichtig sein, nicht, dass da noch mehrere solche Würmer drin sind, oder? Ich schaue natürlich jetzt halt genau noch. Also ist keiner. Bei mir auch nicht. Okay. Aber saftig, da. Mir läuft schon der ganze Saft runter. Herrlich. Sowas von lecker. Und wenn ihr euch jetzt fragt, auf welchen idyllischen Plätzchen wir hier stehen, dann zeigen wir euch das gerne mal.
So sieht es hier aus. Und da ist unser Gustl. Wir standen hier schon mal, nämlich in Ettenheim im südlichen Schwarzwald-Orrenau-Bereich. Und da besuchen wir ein befreundetes YouTube-Kollegen. Das zeigen wir euch dann später. Aber sagen können wir ja schon, wenn wir... Jawohl, Sigi und Adriano von Fan Together. Ja. Und wir stehen eigentlich nur in der Ortschaft, weil wir heute wüssten, dass wir noch zum Bäcker müssen. Sonst hätten wir uns gleich ein bisschen in die Landschaft gestellt. Mhm. Aber das machen wir jetzt dann später. Ja, genau. Ja, das war bei mir, danke. Lecker, ich freue mich schon. Der nimmt uns jetzt den Parkplatz weg. Ich bin verrückt. Ja, und wie so ist, idyllische Plätzchen sprechen sich bis nach Großbritannien rum. Jetzt stehen wir halt zu zweit da. Wir haben gedacht, nachdem das Weingut Weber eigentlich im Moment Pause hat, ja, haben wir gedacht, also das Restaurant hat momentan gerade Pause, ja. Haben wir gedacht, da haben wir das Plätzchen jetzt ganz für uns, aber besser nur zu zweit als zu dritt. Ja, oder, ich glaube, ein Dritter hat keinen Platz mehr. Ja, und ein schönes Plätzchen haben wir, wo wir unsere Stühle heraufstellen können, ist auf jeden Fall wunderschön hier. Mhm, tolle Blick haben wir. Ja. Und auf geht's zum Heuberg. Da gibt's jetzt unser Abendessen. Mhm. Und wenn wir Glück haben, können wir noch auf den Turm hochgehen. Genau. Also wenn man den ganzen Tag Schatten hat, das ist auch nichts. Wir haben das total überschätzt. Das sind nur 2 Kilometer.
natürlich steil bergauf, aber das ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, es ist brütend heiß. Ja. Und ich habe eine lange Hose angezogen. Naja, okay, wenn wir dann heute Abend wieder runtergehen, ist es wahrscheinlich etwas kühler. Aber es ist halt verdammt steil, auch hochzugehen, und von daher wird es einem schon warm. Ja, und die Sonne brennt gnadenlos runter. Ja. Und im Schatten war es so kühl. Ja, aber ja, schön ist es. Ein wunderbarer Blick hat man hier mal wieder. Wollt ihr sehen? Klar. Und da ist Eddenheim da hinten. Schon eine schöne Ecke in Deutschland. Mhm. Ja, die Vogese. Ich glaube, das sind ja die Vogesen dahinter, was ihr jetzt vielleicht gerade gesehen habt. Nein, ich habe sie nicht gesehen, aber hier. Da liegt Rust, da sieht man, also wir können sehen, ihr werdet es nicht erkennen, diese Achterbahnen. Ja. Und dahinter, das sind dann schon die Vogesen. Ja, also das, was so im Dunst ist, das sind die Vogese, also Frankreich. Und wir gehen jetzt ein Stückle weiter. Genau. Geschafft. Und wir sind nicht die Einzigen, die hier oben sind. Aber ich glaube, ein Großteil ist mit der Autos gekommen. Habe ich ja den Eindruck, aber wir schauen jetzt mal auf den Turm. Ja. So, da hinten ist der Kaiserstuhl. Das wohl wärmste, die wohl wärmste Region Deutschlands. Und genau gegenüber, da liegt Eddenheim. Und das ist der Windpark Eddenheim. Genau, da wird der Strom, da kommt der Strom her. Ja, dahinter. Nicht aus der Steckdose, sondern vom Windrad. Oh, Straßburger Münster. Wo? Dahinter. Dahinter ist der Straßburger Münster. Ja. Bei klarer Sicht hier, Straßburger Münster. Genau. Aber die Sicht haben wir nicht. Und Rust sieht man auch. Doch, das sieht man, aber ihr könnt es nicht sehen, da ist es zu dunstig. Also wir hatten jetzt hier am Heuberg einen wunderschönen Abend. Und der Tag geht zu Ende, die Sonne geht unter. Und jetzt geht dann auch unser Video zu Ende. Und das war unser Abend. Viele Grüße von? Von Sigi mit Sani. Von der Ursi. Vom Adriano. Und vom Helle. Und das ist von Ussi und Helle und von Fan Together. Schaut mal rein in den Kanal. Genau, und kommt gerne mal nach Eddenheim. Der Sonnenuntergang hier am Heubergturm ist immer wunderschön. Bombastisch. Ja, und den, fantastisch. Und den werden wir jetzt auch genießen. Genau. Ciao. Tschüss. Tschüss.